Meine lieben Freunde, wir haben den letzten Monat in diesem Jahr und am 22. Dezember 2016 wechselt das Tierkreiszeichen, also das Sternzeichen, vom Schützen in den Steinbock. Die im Sternzeichen Steinbock Geborenen sind Realisten. Ihnen gehen Sicherheit und Klarheit über alles. Durch seine Ernsthaftigkeit geht der Steinbock zielstrebig durchs Leben. Sachlich und kühl schätzt er seine Fähigkeiten ein. Das Element für den Steinbock ist Erde. Bei der Steinbockfrau herrscht Ordnung. Man muss sie verführen, um Näheres über ihre Gemütsbewegungen zu erfahren. Der Liebe steht sie zaghaft gegenüber. Hat der Mann ihre Zaghaftigkeit überwunden, lernt er ihre wahren Gefühle kennen. Sie möchte geliebt und bewundert werden. Es gelingt keinem Mann, sie ernsthaft zu ergründen oder sie vollständig zu besitzen. Ihre Gefühle schaltet sie fortwährend ein und aus, was bei ihren Liebhabern gar nicht gut ankommt, weil die es für störend empfinden. Die Steinbockfrau ist sehr berechnend und versucht, ihren Partner zu beherrschen, um ihren Vorteil nutzen zu können. Aber hat sie sich für einen Partner entschieden, ist sie absolut treu. Denn sie lässt sich nur mit jemandem ein, der ihrer Vorstellung entspricht, wie sie die gemeinsame Zukunft sieht. Im Beruf bahnt sie sich in beeindruckender Persönlichkeit, Fleiß und Kampfbereitschaft den Weg zum Erfolg. Sie ist zielstrebig und pflichtbewusst. Und sie geht ihre Aufgabe Schritt für Schritt zielsicher an. So steht ihrer Karriere nichts im Weg. Ihre Vorgesetzten mögen sie, weil sie zuverlässig ist und perfekte Ergebnisse liefert. Kollegen schätzen sie als hilfsbereite Ratgeberin. Gegen Büroklatsch ist sie immun. Wichtig ist für sie die berufliche Sicherheit und die finanzielle Stabilität. Deshalb steht ihr Privatleben an zweiter Stelle. Ihrer Gesundheit betreffend sind ihre typischen Krankheiten, wie auch bei dem Steinbockmann, dass sie sich in ihren unermüdlichen Bemühungen verhärtet, sodass es im Krankheitsfall zu Steinbildungen jeglicher Art kommen kann. Das sind Gallen- und Nierensteine. Dazu gehören auch Zahnbeschwerden, Gelenkkrankheiten, Rheuma und das innere Ohr. Zusammenfassend ist festzustellen, die Steinbockfrau ist verantwortungsvoll, ehrgeizig, kleinlich, geizig, stur und introvertiert. Sie hat eine hohe Vitalität, die sie mit guter Ernährung und den nötigen Pausen einhalten kann. So, das war die Steinbockfrau. Morgen werdet ihr erfahren, wie es um den Steinbockmann bestellt ist. Bis dahin, herzlichst eure Deria.